Guten Abend und herzlich willkommen bei Trading Stars. Heute wie immer zu unserer Donnerstags-Webinarreihe. Wir haben Donnerstag, den 27. August, 19:30 Uhr. Und natürlich wieder schön, dass so viele den Weg hierhin gefunden haben. Das freut mich. Und die Nachricht kommt auch schon. Vielen Dank. Ihr wisst genau, was ich als nächstes gesagt habe. Ich brauche es schon nicht mehr sagen. Bild und Ton sind gut. Das freut mich. Von daher können wir da relativ leicht einfach direkt loslegen. Ja, die Woche war natürlich wieder ziemlich bewegend, das kann man nicht sagen. Ich habe ja letzte Woche mal schon gesagt, wir hatten Griechenland, das war halt die eine Story. Jetzt haben wir halt die Chinesen, das ist dann die nächste Story. Die Bewegung, die im Moment am Markt ist, die ist, glaube ich, noch mal heftiger als das, was wir vorher bei den Griechen sozusagen gesehen haben. Das sieht man insbesondere in dem Fall sogar gar nicht ganz so stark an den Forex-Währungspaaren, auch wenn die auch einiges zeigen, aber natürlich insbesondere an den Indizes, die wirklich echte Kapriolen schlagen. Also das, was sonst mal zwischen Weihnachten und Neujahr eine ganze Tageskerze ist, das ist im Moment so eine schlappe 5-Minuten-Kerze. Und selbst die kann auch mal fast in Richtung von 100 Punkten im DAX gehen. Das ist also schon wirklich heftig, was da im Moment ist. Insofern ist es natürlich da schwierig, gerade ein bisschen mit umzugehen. Jetzt haben wir bisher noch keine Strategie, die Intraday auf den DAX und Konsorten handelt. Dazu nachher nochmal mehr, weil natürlich ist auch das interessant in ähnlicher Art und Weise wie auch andere Intraday-Strategien, die wir ja haben. Gucken wir ein bisschen auf das Programm von heute. Natürlich gucken wir mal genauer auf die letzte Woche. Da ist natürlich einiges wieder zu berichten. Hier dann heute mal die Impulskerzen H1 etwas genauer, auch was die Historie angeht. Ja, und was gibt's Neues bei Trading Stars? Da schon mal auch hier einmal vorweg gesagt, natürlich das C-Webinar, das geht dann genau gestern in 2 Wochen los. Also wer noch möchte, kann sich da gerne noch zu anmelden. Findet man bei uns auf der Internetseite als ein neues Produkt. Ja, und was gibt sonst noch Neues? Dazu komme ich dann nachher noch mal etwas genauer. Wir wollen heute natürlich wieder bei der Bollinger Strategie weitermachen. Wir haben ja gesehen, dass die Bollinger Reversal Strategie durchaus schon vielversprechend aussah. Daran hat sich auch nichts geändert. Von daher kann ich da heute noch mal ein paar weitere Ergebnisse zeigen und schon mal, ich kündige es jetzt schon mal an, dann kann sich da jeder darauf vorbereiten. Also wer wirklich noch vor Start eines Signaldienstes, was auf dieser Strategie basiert, ein bisschen was schon über die Parameter sehen möchte, der soll schon mal ruhig aus die Screenshot-Taste griffbereit halten. Wenn ich danach komme, kann man auch mal so den einen oder anderen Screenshot machen. Ich werde auch die Parameter durchaus mal im Detail zeigen, sodass man da auch sogar manuell schon loslegen kann, wer möchte. Natürlich nochmal kurz heute einen Blick auf den Wettbewerb, weil ja, die Zeit rennt. Noch bis zum 31.08. ist eine Anmeldung möglich. Und da kann nach wie vor aus meiner Sicht jeder, der auch jetzt noch anfängt, durchaus nachher das Teilnehmerfeld ganz, ganz vorne anführen. Ja, soweit erstmal der Einstieg. Für diejenigen, die vielleicht ganz neu mal heute dabei sind, wer einfach zwischendurch eine Frage stellen möchte, gerne und überhaupt kein Problem. Dazu diese Chat-Funktion nutzen. Die Fragen kommen bei mir dann live an und ich versuche sie dann auch jeweils zeitnah immer direkt mit zu beantworten. Oh, genau. Okay. Soweit erstmal als kleine Einleitung. Gucken wir wie immer natürlich auf die Performance. Performance natürlich nicht das hier. Das sind die Kommentare aus dem Wettbewerb und immer mal hier ein kleiner Blick auf die Zahl, nur so als Nebeninformation. Also in den Spam-Ordner von den Kommentaren landen immerhin 3.334. Aber keine Sorge, da ist kein einziger Kommentar, der von euch kommt, sondern das ist Werbung und anderer Müll, der da so landet. Das ist schon heftig, wie da die Internetseiten frequentiert werden.
Okay, Performance. Performance natürlich hier. Vorsichtshalber drücke ich natürlich den Reload-Button, weil ich nicht weiß, ob jetzt dann vielleicht gerade nochmal eben irgendwelche Trades beendet wurden. Das sage ich auch deswegen nochmal, Trades beendet. Was man ja hier jeweils immer sieht, auf unserer Performance-Seite, ist die ausgewiesene Balance. Das heißt, nicht der momentane Kontostand im Sinne von Live-Kontostand, sondern immer der Kontostand auf Basis von abgeschlossenen Trades. Ja, unschwer zu erkennen, dass es hier eine ziemlich harte Bewegung nach oben gab. Also kurzer Abflug noch mal einmal nach unten und von da aus Profit 3.222, dann steil nach oben auf etwas über 6.000. Ja, das ist natürlich einerseits natürlich auch schön, aber ihr merkt auch schon wieder an meiner Stimmlage, auch das kommentiere ich genauso nüchtern wie vorher den Abstieg, den wir hier in unserer Performance-Kurve hatten. Nüchtern einfach deshalb, weil ja, für mich ist Statistik immer, die passiert auf Monaten, auf Jahren und nicht auf einzelnen Tagen und auf einzelnen Wochen. Und selbst wenn dann eine solche Phase wie dieser längere Abstiegsphase hier 6 Monate dauert, dann ist das für mich auch genauso nüchtern erstmal zu sehen. Klar, freue auch ich mich, wenn dann hier plötzlich so ein Anstieg in der Gesamtperformance ist. Und ich gucke ja auch natürlich hier immer auf die Growth-Bewegungen. Und da will ich ja so in Richtung der 2% pro Monat, da noch einen Ticken drüber, sodass wir auf 25 im Jahr kommen. Das ist so erstmal auch ein durchaus valides Ziel. Und ja, da werden wir uns hoffentlich dann auch wieder bald hinbewegen. Das ist natürlich jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger, da überhaupt wieder hinzukommen, weil die Zeit läuft ja. Das heißt, bei einem gleichbleibenden Kontostand geht diese Zahl natürlich stetig gegen Null. Also von daher muss da noch mehr passieren und wäre natürlich schön, wir hätten noch so ein paar Ereignisse. Die Frage natürlich, wie ein solcher Anstieg hier zustande kommt, ist natürlich wie immer die Summe bei uns aus den gesamten Signaldiensten. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der da ein bisschen mehr Beitrag dran hat, aber es ist wie immer die komplette Summe. Wir gucken auch mal genauer auf die einzelnen durch. Ja, Euro, japanische Yen, der hat halt hier ein paar Trades in Folge im Plus geschlossen. Der heutige wird wahrscheinlich im Minus schließen. Da hat dummerweise vor so ungefähr 3 Stunden nochmal ein kräftiger Reversal eingesetzt. Das kann man nicht anders sagen. Da sah ich uns eigentlich schon auf einem guten Weg, nochmal auch heute wieder einen weiteren Gewinntrade mit reinzuholen. Aber die ganze Kurve sieht natürlich jetzt schon wieder freundlicher aus, einfach weil es eine erste Bewegung nach oben gibt. Auch wenn dann heute nochmal wieder eine kleine Bewegung nach unten kommt. Aber es sieht dann entsprechend besser einfach aus. Forex dynamisch, praktisch ein ähnliches Bild. Wir handeln zwar in beiden Fällen unter anderem auch den euro-japanischen Yen. Hier beim Forex dynamisch sind es ja 3 Währungspaare. Aber man kann immer so von der Struktur her sagen, dass natürlich, wenn sich Trends einfach fortsetzen, dann sind diese Strategien davon einfach prinzipiell bevorteilt. Einfach, dann kommen wir fast zwangsläufig in einen Trade, der schließlich und endlich dann auch ein guter Gewinntrade wird. Und da wir jetzt ein paar Tage so hatten, gab es entsprechend auch hier im Forex dynamisch dann eine solche Bewegung. Impulskerzen A1, da sind wir schon gleich bei dem, den ich genauer mir angucken möchte. Da sind wir jetzt fast wieder auf dem neuen Allzeithoch, nicht mehr viel von entfernt. Auch wenn, glaube ich, das, was wir im Moment noch an laufenden Trades haben, an der Stelle noch nicht danach aussieht, dass wir hier gleich nach oben durchstarten. Na, wenn ich jetzt schon so mich selber frage, dann frage ich doch gleich ganz genau und guck mal eben hier, ja, H1 passt. Ja, also aktuell laufend sind 3 Trades, die machen einen kleinen Gewinn in Summe. Davon sind aber alle noch weit weg, sozusagen sowohl vom Stop-Loss als auch vom Take-Profit. Also von daher, Allzeithoch wäre natürlich schön, aber da sind wir noch, sind
nicht weit entfernt, weil was hatten wir da? 1403. Wir stehen bei 86. Also sieht gut aus. Hat ein paar auch gute Trades auch wieder durch die ganze Verwerfungen machen können. Also von daher eine schöne Sache. Wie sieht es im Detail aus? Da wie immer der Blick hier angefangen, natürlich vom FX Blue Account, den ich auch noch mal kurz zeigen möchte, weil also den zeige ich deshalb, weil ich immer ein bisschen anrege, auch das eigene Konto, auch euer Trading-Konto durchaus bei FX Blue zu verlinken. Gar nicht, um anderen Leuten irgendwie die Trades zu zeigen. Ihr könnt das ja völlig nur den Zugang für euch selbst schaffen, auch noch ein bisschen absichern über eine PIN-Eingabe. Das Interessante ist einfach hier immer, dass man ein paar ganz leichte Auswertungen machen kann. Also Auswertungen, auch wenn ihr euer eigenes Trading-Konto anguckt, welche Underlyings handelt ihr eigentlich jeweils, die werden dann hier entsprechend dargestellt. Oder man kriegt auch sowas wie die Profitabilität in Abhängigkeit von der Trade-Dauer. Da spielt so ein bisschen die Frage rein, ist es vielleicht gut, einfach einen Trade, ich mache es mal hier an einem Beispiel, auch wenn jetzt die Statistik dann klein wird, diese zwei Langläufer, die hier sind, ob man nicht die einfach nach einer gewissen Zeit einfach ohnehin schon schließt. Hätten wir also hier unten noch ein paar mehr Trades, die also alle sehr lang gelaufen sind und dann alle im Minus gelaufen sind, stellt sich die Frage, ob man nicht dann sich irgendwann eine Grenzzeit setzt und dann sagt, Trade beenden, Schluss aus und wieder von vorne. Genauso kann man hier natürlich andere Auswertungen machen, wie beispielsweise Profit in Abhängigkeit vom Symbol. Das ist dann auch sehr interessant, auch für das eigene Konto, einfach zu fragen, gibt es eigentlich bestimmte Underlyings, mit denen man besser zurechtkommt als mit anderen? Und die Aussage würde man hier natürlich sofort sehen. Hier jetzt für unseren Signaldienst werde ich natürlich nicht einfach mal eben sagen, okay, der schlechteste ist hier Euro, Schweizer Franken, den schalten wir jetzt ab. Soweit gehe ich natürlich hier nicht. Aber so fürs eigene Traden würde ich immer gerne sagen, hier lohnt es sich, so einen Blick reinzuwerfen, um zumindest auch hin zu hinterfragen, ob ich vielleicht bei bestimmten Underlyings Stop-Losse zu eng setze, zu weit setze, Take-Profits zu weit, zu eng. Einfach solche Fragen kann man dann anschließend viel besser angehen. Weil, oder umgekehrt gesagt, wenn ich dann hier sehe, ein Schweizer Franken, japanischer Yen ist hier der Spitzenreiter, naja, werde ich den Teufel tun, an dieser Strategie, die diesem Underlying zugrunde liegt, jetzt wenn ich es nicht als Impulskerzen-Setup sehe, sondern ganz allgemein auch euer eigenes Konto beispielsweise, dann würde ich immer sagen, da brauche ich gar nichts ändern, einfach weiterlaufen lassen. Das heißt, solche Auswertungen sind sehr lohnenswert. Was wir natürlich hier wieder machen, ist, wir nehmen uns aus dem FX Blue Link dann die Orders, die wir dann hier exportieren als druckbarer Kontoauszug. Dadurch kann ich die dann anschließend hier nach Excel reinholen. Das ist dann hier auch schon geschehen. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder die gleiche Equity-Kurve wie immer. Also von daher alles gewissermaßen identisch. Und dann machen wir natürlich den Vergleich zur historischen Equity wie immer. Und der sieht dann hier aktuell so aus, dass wir hier blau unsere Historie der Strategieentstehung haben. Wenn man so will, ist das natürlich ein reiner Backtest. Und da wir die Backtests oder also Strategieentstehungen immer in R machen, also in Einheiten des Risikos, müssen wir die natürlich hier auch in Euro übersetzen, also mit dem Risiko pro Trade multiplizieren. Das ist in dem Fall 18 Euro, damit wir hier überall Eurobeträge bekommen. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, unseren Realhandel einfach hinten dran zu flanschen. Das mache ich tatsächlich so, dass ich also die letzte Equity von dem simulierten Ergebnis dann den Realhandel hinten dran setze. Und ja, ich glaube, die Grafik spricht relativ schnell für sich. Das heißt, hier ist alles ganz normal, alles im grünen Bereich, im Bereich der Erwartung. Sogar die Steigung ist ungefähr dieselbe vom Realhandel wie von der Historie. Wir sind dick in diesem Kanal. Kurze Bemerkung zu dem Kanal. Wie entsteht bei mir dieser? Na, einfach dadurch, dass ich hier eine Ausgleichsgerade
durch die historische Equity-Lege, also durch die blaue Kurve. Die rote ist da dann überhaupt nicht mit drin. Und dann einfach sowas wie eine einhüllende, also in der Sprache der Charttechnik einen Trendkanal drumherum lege, also eine gerade nach oben verschiebe, eine gerade nach unten verschiebe. Und dadurch habe ich so diesen Kanal und in diesem Kanal möchte ich, dass diese Strategien sich entsprechend bewegen. Und da haben wir natürlich hier gar keine Sorge, sondern einfach, ja, das passt sehr gut und wir sind bisher noch verschont von solchen Abstiegen wie hier. Das ist sicherlich dieser Abstieg ziemlich genau in der Bildmitte von der Grafik, der auch den maximalen Drawdown dieser Strategie beziffert. Hier hatten wir sicherlich diesen entsprechenden Drawdown. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Impulskerzen H1, überhaupt keine Sorge, macht sich gut. Nicht im geringsten die Überlegung, hier irgendetwas zu ändern. Von daher passt. Gucken wir weiter auf die Gesamtperformance. Impulskerzen H1 haben wir, Impulskerzen D1, also das Pendant auf Tagesbasis. Ja, kann zwar nicht die gleiche Performance ausweisen, sind also auch hier unter diesem Monthly von mindestens 2%, während wir gucken mal kurz auf die Zahl im H1, da dann auch entsprechend deutlich drüber sind. Auch hier konnten wir jetzt von der letzten Woche sehr profitieren, einfach weil halt diese Bewegungen dann, also von einem großen Kerze kam es zu einem Rücksetzer, der führt uns dann in diesen Trade rein und da konnten wir dann diese Trades auch sehr schön beenden, weil dann wieder die Bewegung in Richtung des Trends einfach aufgenommen wurde. Also von daher passt das im Moment sehr schön. Das heißt, diese Strategie funktioniert an der Stelle ebenfalls. Naja, wäre natürlich schön, wenn jetzt hier mal wirklich auch eine Bewegung nach oben entsprechend weiterkommt. DAX und S&P 500 Pro, na, die sind im Moment gewissermaßen in ihrer Umkehrphase. Umkehrphase heißt, dass wir, wenn wir hier im Moment Trades machen würden, dann wären es Short Trades. Zu denen kommt es auch im Moment nicht. Das liegt einfach daran, weil die gucken immer so 5 Tage ungefähr zurück, 5, 6 Tage. Und wenn man jetzt natürlich hier 5, 6 Tage zurückschaut im DAX und im S&P 500, dann ist es so, dass wir natürlich erst einen Wahnsinnsabfall hatten, dann uns die letzten Tage wieder erholen. Aber wir würden natürlich, wenn die Erholung einen gewissen Level erreicht hat, auch wieder short einsteigen. Das funktioniert aber noch nicht. Dazu war nämlich vorher der Abfall einfach zu heftig. Deswegen gibt es hier noch gerade aktuell keinen neuen Trade. Das wird sich allerdings sicherlich in den nächsten Tagen schon wieder ändern. Noch sind die Vorzeichen auf Short getrimmt. Beim DAX wäre die Grenze ungefähr 10.600. Genauer habe ich es jetzt gerade nicht parat. Also beim S&P 500 weiß ich es jetzt gerade nicht auswendig. Aber dann würden wir, wenn Short Trades eingehen. Wir haben bei den DAX-Handelssystemen auf Tagesbasis natürlich erstmal profitiert von dem Montag-Ereignis, also sprich von dem enormen Abfall. Der war natürlich sehr schön. Kommen allerdings jetzt gerade aktuell nicht erfolgreich in neue Short Trades. Wir haben noch einen laufen im Vierer, da wo wir also 4 DAX-Strategien gleichzeitig handeln. Ein Short Trade läuft noch. Der dürfte mit dem aktuellen DAX-Stand so ungefähr auf Einstand sein. Die anderen sind sozusagen immer die Versuche, die bisher alle fehlgeschlagen sind. Das ist auch diese Fehlschläge sieht man auch. Das ist einfach, weil das Konto ist erstmal wieder schön nach oben gegangen. Das war der Montag. Und dann wird schon wieder sukzessive runter, weil wir wieder versuchen, short in den Markt reinzukommen. Haben aber hier auch sogar schon das Pech gehabt, dass im Moment manchmal nachts so viel passiert, dass selbst nachts ein Stop-Loss, der durchaus 160 Punkte wegliegt, dass der dann schon direkt am nächsten Morgen gerissen wird.
Das ist enorm. Das liegt natürlich daran, dass im Moment nachts aufgrund der Chinesen so viel Bewegung am Markt ist. Aber ich weiß genau, das ist hier nur eine Frage der Zeit. Dann nehmen wir wieder die übergeordnete Trendbewegung auf und dann profitiert natürlich genau diese Strategie. Ich beschreibe es noch mal ein bisschen genauer. Wir handeln vier Einzelstrategien im DAX. Zwei davon haben gar keinen Take Profit, sondern nur einen Stop Loss. Die warten erst wieder auf das Gegensignal. Das heißt, wir haben zwei von den vieren, die absolute Langläufer sind. Also ich muss leider ja gestehen, dass wir seit Handelsbeginn zwei Subsysteme noch gar nicht handeln konnten, die jetzt gerade erst wieder jetzt ins Leben kommen, nämlich mit ihren ersten Short Trades. Die Long Trades, die, da muss ich jetzt sagen, dann fiktiv gemacht hatten, sind dann Trades, die jeweils so mit knapp 1.500 Euro abgeschlossen wurden, Gewinn. Die haben wir natürlich hier nicht in unserem Konto, aber natürlich weiß ich, wie die funktioniert hätten. Die nächste Bewegung kommt und wenn die dann lang genug anhält, dann entstehen hier sehr, sehr schöne Bewegungen auch im Konto. Mal schauen, mir ist wie immer total egal, was jetzt die nächste große Bewegung ist, ob die Long oder Short ist. Im Moment wäre mir persönlich lieber, sie wäre Short, weil wir da näher dran sind, genau in solchen Einstiegen. Auch heute stehen wieder Short-Einstiege an. Aber wenn es denn so ist und wir dann doch wieder komplett nach oben laufen, na gut, dann werden wir hier noch zwei, drei vielleicht Minus-Trades machen und dann nehmen wir halt die Gegenrichtung. Und dann sind wir auf jeden Fall dabei. Und solange es das Ganze jetzt nicht um die rund 10.600 oszilliert, dann gibt es hier bald sehr, sehr schöne weitere Kurven. Gut. DAX 30 Werte, der hat natürlich auch davon profitiert. Letzte Woche hatte ich gesagt, wir haben noch einen Short Trade. Der profitiert natürlich dann davon. Deswegen gibt es hier auch nochmal wieder die nächste Bewegung nach oben. Im Moment ist das Ding quasi nicht aktiv. Insofern nicht aktiv, dadurch, dass wir einen so heftigen Abfall hatten. Und wir hier grundsätzlich eine Fächerstrategie handeln, brauchen wir jetzt erstmal wieder etwas Rücklauf, damit wir hier überhaupt neue Trades eröffnen können. Das wären dann aller Voraussicht nach wieder dann Short Trades. Aber dazu muss erst der Markt noch ein bisschen weiter nach oben laufen und dann würden die wieder zuschlagen. Fächer D1. Ja, das ist ja, ich kommentiere den ja mal gerne mit, der langweiligste Service, den wir haben. Das sage ich immer so lapidar daher, weil der halt so wahnsinnig einfach ist mit ab und zu mal ein Trade. Und das macht er und das macht er gut, erfüllt auch mehr als die Grunderwartung. Also von daher prima Sache. Von daher sollte das genauso weitermachen. Der hat auch gerade aktuell Trades noch laufen. Ich glaube, die stehen gar nicht, auch nicht so schlecht. Auch da kurz mal eben ein Blick direkt hinein. Ja, das ist Daily, dann ist es der richtige. Ja, das sieht ebenfalls gut aus. Da haben wir schon einen, der relativ weit vorne ist. Also von daher schließe ich mich hier einem Kommentar an, den ich hier gerade lese. Aber genial. Und ein Smiley dahinter. Also von daher, der macht es ziemlich locker. Und so soll das gerne auch weitermachen. Genau. So, was haben wir noch bei uns? Fächer H1, ja, der will es noch nicht so ganz wissen. Ich glaube, den muss ich mir mal wieder genauer angucken. Da brennt nichts. Er macht hier im Moment in Summe eigentlich eine Nullbewegung. Im Moment versucht er sich immer gerne am Euro, Schweizer Franken. Der macht dabei immer genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ich glaube, heute auch schon wieder. Ich glaube, jetzt sind wir endgültig long wieder eingestiegen und die Bewegung sieht im Moment auch so aus, als ob sie erstmal anhält. Und da kommen natürlich dann wieder ganz schnell diese mehrere Herzen, die in einem schlagen. Jetzt ist zum Beispiel der Fächer H1 jetzt long und ich weiß auswendig, dass der Fächer M5 im Euro-Schweizer Franken eher short ist. Von daher weiß man schon gar nicht mehr, worüber man sich freuen soll. Also ganz nüchtern drauf gucken,
Alle Trades können immer auch positiv enden, müssen sie allerdings natürlich nicht. Fächer M5, natürlich auch ein extra Kommentar wert. Der war natürlich genial dabei bei dem Montagereignis. Das hat den sozusagen katapultiert. Aber das ist genau, wer jetzt vielleicht tatsächlich genau letzte Woche auch dabei war, hat mich reden hören, dass ich gesagt habe, wenn der was braucht, dann ist es halt mal eine Trendbewegung. Naja, und die hatten wir dann. Und sobald die dann auftritt, dann schlägt er auch voll zu. Er muss natürlich jetzt sich sogar schon wieder umorientieren, also von Long zum Beispiel im Euro US-Dollar wieder rumdrehen auf Short. Das hat er auch schon gemacht. Da sind auch dann schon einige Profite wieder aufgelaufen. Auch da mal kurz zum Blick hier in diesem FX Blue Link. Da geht es natürlich jetzt hier noch ein bisschen wilder zu mit der Auswertung über die ganzen Währungspaare, die gehandelt werden. Das ist natürlich verrückt, dass hier eigentlich die meisten eher oder einige halt im Minus sind. Unser Top-Gewinnbringer ist im Moment der Euro-US-Dollar, halt weil er nämlich jetzt gerade so eine schöne Long-Trades hintereinander gemacht hat und auch der Euro-Schweizer-Franken. Davon profitiert man hier am meisten. Aber wir haben natürlich auch solche Loser wie Euro-japanischer Yen. Das kommt natürlich dann alles vor. Das wird sich dann über die nächsten Monate sozusagen alles langsam, aber sicher wegmitteln. Wobei ich nicht erwarte, dass zum Beispiel bis zum Jahresende plötzlich dann hier alle irgendwie im Plus sind. Das ist natürlich von der Grundstrategie her der Fall, aber so ist die Statistik nun mal, dass sie uns nicht nach einem Dreiviertel, halben Jahr schon die Gesamtheit der Historie entsprechend mit anzeigt. Also ist noch ein bisschen Geduld angesagt, aber der macht auch sein Ding. Auch da mal ein ganz schneller Blick direkt ins Konto. Das ist natürlich falsch, sondern hier gucken wir direkt rein. Naja, die momentane Equity steht knapp über 4.000. Für ihn ist natürlich im Moment das Problem, dass wir hier Euro, Schweizer Franken sind wir eigentlich netto short investiert. Wir sind jetzt netto long im US-Dollar, japanischem Yen. Also von daher mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Den Dreher haben wir jetzt hinter uns, auch den Dreher im US-Dollar, japanischem Yen. Diese Drehbewegungen, die müssen halt immer erstmal wieder abgeschlossen sein. Erst danach können wieder die nächsten Gewinne starten. Oder, das will ich gar nicht verheimlichen, genau dann natürlich auch die Verluste, wenn nämlich nur eine Drehbewegung an die andere kommt. Das, was wir halt vorher hatten. Aber jetzt sieht es erstmal wieder sehr passend aus. Okay, soweit zu unseren ganzen Strategien und der Performance. Achso, Gold will ich nicht vergessen, ist aber wieder ein bisschen langweilig geworden. Heute zuckt er mal wieder, und zwar dann wiederum in beide Richtungen. Also da passiert noch nicht viel, aber ich denke mal, das wird sich schon ziemlich bald auflösen und dann kriegen wir wieder Bewegung in diesen Markt. Gold kann einfach nicht so ewig 3 Tage langweilig bleiben, sondern da muss dann auch mal wieder was wirklich losgehen. Also warten wir mal ab und dann, die Richtung ist wie immer egal, wird ja Long und Short gehandelt. Gut, soweit zu den Gesamtstrategien. Wie soll es mal weitergehen hier? Wir gucken jetzt mal auf die Bollinger. Da dann also Bollinger Reversal. Da ich jetzt nie so genau weiß, wer noch alles was wie parat hat aus der Historie heraus und wo wir da jetzt gerade stehen, habe ich nochmal kurz wieder ein Bild hier gemacht, damit man so ungefähr sehen kann, wie die Bollinger Reversal Strategie funktioniert. Bollinger Reversal insofern, wir haben einerseits also ein Bollinger Band, das sind hier die blauen Linien, die hier jetzt, ja, ich weiß gar nicht, welche Parameter hier hinterstehen. Es ist auch jetzt im Moment wurscht, es geht um die erstmal darum, was für Parameter verwenden wir in Summe, die dann auch nachher entsprechend optimiert werden. Von daher erstmal die Trade-Logik. Ich habe hier schon mal einen ganz kleinen roten Pfeil mit reingemalt, weil an diesem Pfeil möchte ich es eigentlich ungefähr
auch erläutern. Das Bollinger Band haben wir, dann haben wir noch ein EMA und der EMA sagt uns gewissermaßen, in welche Richtung wir nur handeln würden. Da jetzt zumindest ab hier der Kurs immer unterhalb vom EMA liegt, dann haben wir daraus die Regel gemacht, würden wir, wenn, nur Short Trades eingehen. Das ist schon mal einmal ein wichtiges Grundgerüst. Also sind nur Short Trades erlaubt. Wann erfolgt der Einstieg? Der Einstieg erfolgt dann, wenn wir das Bollinger Band dann nach oben verlassen. Heißt de facto, ursprünglich saß an dieser Stelle eine Short Limit Order und die ist dann durch diese Kerze, die Lunte guckt nach oben über der Linie raus, aktiviert worden. Das heißt, hier gehen wir dann Short in den Markt. Jetzt brauchen wir einen Stop Loss. Und den Stop-Loss habe ich hier als Multiplikator auf die Bollinger Deviation genommen. Also, was ist die Bollinger Deviation? Ich klicke mal hier auf das Bollinger Band drauf. Dann sehen wir hier Bands Deviation. Das ist so ein Parameter. Ich mache den mal kurz einfach mal was größer. Stimmt zwar meine Zeichnung nicht mehr, aber sei es drum. Also, dann nimmt plötzlich die Amplitude von dem Bollinger Band dann zu. Und dieser Short-Einstieg wäre jetzt hier auch gar nicht vonstatten gegangen. Aber worauf ich hinaus will, wir haben also, das ist einer dieser Parameter, den wir für das entsprechende Währungspaar finden müssen. Das eine ist also das, was hier Bands Deviation heißt. Nachher in meinen Sheets steht dann plötzlich wieder ATR-Multiplikator. Nicht wundern, ATR steht dann nur aus historischen Gründen. Es ist schon alles in den echten Bollinger Bändern gemeint. Die zweite ganz wichtige Größe ist natürlich die Bands Period, also die Periodendauer, sprich die Anzahl der Kerzen, die rückwärts in die Berechnung des Bandes mit einfließen, als der nächste wichtige Parameter. So, dann machen wir mal die Bands Deviation wieder zurück hier auf 1. So, und was ich jetzt mache ist, ich brauche, wenn ich diesen Trade eingehe, ich will keinen Trade eingehen ohne Stop-Loss. Ich möchte einen Stop-Loss setzen und diesen Stop-Loss setze ich einfach als Multiplikator auf die Bands Deviation. Wir haben jetzt hier im Moment, also das, die halbe Bollinger Bandbreite ist ja die Bands Deviation. Das heißt, das ist hier so ungefähr so lang, wie diese grüne Kerze ist. Und darauf wieder ein Multiplikator bildet für mich den Stop-Loss. Und wenn dieser beispielsweise 2 wäre, dann wäre der Stop-Loss ungefähr hier. Das heißt, die gesamte Breite des Bollinger Bandes würde dann nach oben hin noch ein weiteres Mal abgetragen werden. Und das wäre dann der Stop-Loss. Und diesen Stop-Loss ziehen wir, so wie das Bollinger Band nach unten geht, dann sukzessive mit. Das heißt, so erstmal geht das Bollinger Band hier so in die erste Stufe runter. Das heißt, 2-3 Kerzen später wäre der Stop-Loss hier. Und so würde das dann langsam aber sicher mit runterlaufen. Ich mal die Maus, gehe ich mal hier drauf. Wir würden natürlich nie genau auf dem Bollinger Band sein, sondern immer noch in dem Abstand. Und so kommen wir hier langsam runter. Und hier muss ich jetzt gestehen, kann ich es nicht aus dem Kopf sagen, ob das jetzt hier dann schon ausgestoppt werden würde, der Trade, oder nicht. Oder ob wir dann hier nachher nochmal ein bisschen weiter runterlaufen. Aber ich tue mal einfach so, hier wäre dann irgendwann der Trade zu Ende gewesen. Und wir hätten einen Short Trade gehabt, der von hier angefangen wäre und dann bis hierhin gelaufen wäre. Ein ziemlich schöner Trade. So ist die Logik hinter dieser Bollinger Band Reversal Strategie. Sie hat also welche Parameter? A, die Bollinger Band Periode. Dann B, das, was hier in dem Indikator als Bands Deviation genannt wird. Das ist einfach ein Faktor. Und dann gibt es von mir noch einen weiteren Faktor. Das ist der Faktor zum Setzen des Stop-Losses. Ein letzter Parameter ist dann einfach der EMA und der EMA bildet dann ist sozusagen die EMA-Periode, die jetzt hier in meinem
Beispiel 300 ist. Ich zeige euch nachher die genauen Zahlen, wie man sie auch wirklich dann verwenden kann. Das hier ist alles nur Beispiel, damit ich das Ganze demonstrieren kann. Hier in meinem Beispiel hätte jetzt der EMA eine Periode von 300. Und ihr werdet gleich sehen, da kommen ganz unterschiedliche Perioden dann für unterschiedliche Währungspaare raus. Also wir haben in Summe dann vier Parameter, nämlich, ich wiederhole die nochmal, Bollinger Band Periode, Bollinger Band Deviation, dann den Wert für den Stop-Loss und den EMA. Damit haben wir unsere in Summe dann vier Parameter, wobei wir einen gleich wieder konstant halten werden. Aber das seht ihr gleich an den Resultaten. Ich habe jetzt alles Mögliche sozusagen mal rechnen lassen, habe auch jetzt als Basis nehme ich einfach meine 21 Standardwährungspaare, also die ausgehend von den sieben Grundwährungen, die da sind, australischer Dollar, kanadischer Dollar, Schweizer Franken, Euro, japanischer Yen, britisches Pfund und der US-Dollar. Jetzt hoffe ich, ich habe keinen vergessen. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich gerade einen noch vergessen hätte. Aber egal. Also die gleichen, die wir auch bei allen anderen Strategien verwenden. Ich gucke mal auf die sieben, weil die die umsatzstärksten Währungspaare bilden. Also alles, was man aus diesen sieben Grundwährungen bilden kann, das sind 21, die habe ich mir angeschaut und dann entsprechend ganz, ganz viele Equity-Kurven erstmal erzeugt. Mal als Beispiel, wir haben hier dass man mal kurz sozusagen so mitlesen kann, was ist denn das hier für eine Equity-Kurve, die jetzt hier gerade auf, bei mir auf dem Schirm ist. Also Euro-US-Dollar ist klar, H1 ist auch klar. Ich verwende einen EMA und ich habe einen Stop-Loss-Multiplikator, das ist mein SLM, von 3,5. Also das 3,5-fache von der Bollinger-Band-Deviation wird abgetragen, um den Stop-Loss zu setzen. Und jetzt nur hier in meiner Optimierungsrechnung habe ich noch einen weiteren Parameter und den habe ich GV-Schwelle genannt. Und zwar gehe ich hin und unterdrücke zu große Gewinntrades in meiner Beurteilung, damit die nicht zu stark ins Gewicht fallen. Die kommen dann trotzdem vor, sie gehen aber in die Bewertung nur mit ihrem Maximalgewinn in dem Fall von 10R ein. Das habe ich gemacht, das habe ich euch letzte Woche auch gezeigt, wegen so Equity-Kurven, die jetzt dann trotzdem noch vorkommen. Dafür kann ich dann gewissermaßen nichts, wie jetzt hier. Da machen dann plötzlich zwei Trades im euro-japanischen Yen einfach hier mal eben fast schlappe 40R aus. Die werden, als die Strategie bewertet wurde, wurden die halt jeweils nur mit 10R gezählt. Dass sie dann trotzdem vorkommen, klar. Und ich beende auch nicht den Trade, sondern ich rechne mir einfach nur künstlich schlecht. So geht das hier durch. So sind dann hier Equity-Kurven für alle möglichen 21 Währungspaare. Und was ich halt hier in Summe gemacht habe, ich habe sukzessive in 0,5 Schritten meinen Stop-Loss-Multiplikator verändert. Jetzt wollt ihr sicherlich mal solche kombinierten Equity-Kurven sehen. Soll natürlich auch sofort geschehen. Fangen wir mal mit der 2,5 waren, also wenn ich hier sage, das ist Stop-Loss-Multiplikator 2,5, dann ist der konstant für alle 21 Währungspaare. Und jetzt kommt auch mal eben kurz schon mal der Moment für einen eventuellen Screenshot, nur dass ihr seht, wie sowas aussieht. Ich mache es hier auch mal ein bisschen größer. Dass ihr einfach so ein Gefühl dafür kriegt, also was, naja, das mache ich wieder klein, das reicht, wenn man vorne das Währungspaar sieht. Also, australischer Dollar, kanadischer Dollar, den berechne ich, lasst euch, steuert euch nicht an meinem Wort ATR, es ist schon echt Bollinger. Hätte dann beispielsweise einen 86er Periode, dann eine Band Deviation, die heißt jetzt hier Multirange von 3,2 und einen ganz kleinen EMA nur. Also der wäre jetzt hier in dem Fall 4. Dann steht hier hinten noch, mit welchem Spread ich das Ganze dann entsprechend gerechnet habe. Und so geht das dann halt hier durch für die 21 Währungspaare. Und ihr seht, da kommt so alles Mögliche vor an EMAs, an
Advanced Deviation schwankt halt so zwischen 1, irgendwas, 1,0 und geht dann hoch bis vielleicht auf 3,8. Unterschiedliche Perioden für das Bollinger Band. Und was dann halt in Summe passiert, ist, wir kriegen diese gemischte Equity-Kurve raus, die ja schon ziemlich gut aussieht. Es kommt gleich nochmal eine bessere. So viel sei schon mal gleich gesagt. Ich scroll hier mal so gerade so ein bisschen nach rechts, weil worauf ich natürlich hier immer schiele, ist unser Standardwert Opti. Der ist hier 166 und damit ist es bereits eine ziemlich gute Strategie. Also alles, was unter 200 ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und kann sicherlich gut gehandelt werden. Bei allen Kurven werdet ihr sehen, fällt auf, dass die immer unten erstmal ein bisschen langsam anfangen hier. Das liegt einfach daran, dass wir nicht von allen 21 Underlyings die Kurshistorien ab 2004 haben, sondern von ein paar erst ab 2006. Das stört mich jetzt hier erstmal nicht weiter. Ich mache die Betrachtung dann trotzdem genauso. Das war jetzt für einen Stop-Loss-Multiplikator von 2,5. Genauso gibt es dann hier eine Equity-Kurve beispielsweise von 3. Und da hätten wir dann diese. Sieht ebenfalls wieder sehr schön aus. Gucken wir mal eben auf den Opti. Der Opti ist nochmal besser. Der ist jetzt 115. Und hier gerne auch wieder die Parameter, die jetzt hier für diese Strategie herauskommen, ist durchaus alles ähnlich, aber natürlich wie immer nicht identisch. Jetzt habe ich schon gefragt, D1, sorry, nee, muss ich passen, D1 habe ich einfach schlicht und ergreifend noch nicht gerechnet. Von daher kann ich nur sagen, dass ich nichts weiß. Also ist einfach noch ein offener Punkt. Gehen wir die Sache nochmal kurz etwas weiter. Dann auf den Stop-Loss-Multiplikator von 3,5. Da haben wir dann ein Opti, der ist noch ein bisschen, noch ein Ticken besser. Also es sieht schon wirklich sehr gediegen aus. Von daher auch hier gerne nochmal die Parameter, wie sie jetzt hier zum Handeln verwendet werden. Also ja. Kommentieren kann man ihn nicht wirklich. Ich will mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, ich kann irgendwie begründen, warum eine kleinere EMA-Periode beim australischen Dollar, kanadischen Dollar ist und warum genau die größte EMA-Periode beim Euro, US-Dollar herauskommt. Muss ich sagen, ist es relativ müßig. Ich bin noch nicht ganz fertig mit den Rechnungen. Das heißt, ich lasse hier noch, also das war jetzt noch Stop-Loss-Multiplikator 3,5. Da läuft da noch der Vierer und der 4,5er. Ich glaube, der Vierer ist sogar schon gerade fertig. Also mit 2, 3 Minuten Arbeit könnte ich die auch nochmal eben zu einer kombinierten Equity machen. Aber mache ich natürlich, interessiert mich ja selber. Und sieht für mich in Summe danach aus, als ob wir daraus wirklich eine Handelsstrategie machen können. Die könnte man jetzt auch prinzipiell schon direkt handeln. Wieso würde sowas gehen? Welchen Chart hatte ich gerade auf? Ich mache es mal eben hier wieder als Beispiel. Kanadischer Dollar, japanischer Yen. Mal so völlig frei. Kanadischer Dollar, das wäre diese Zeile. Das heißt, wir bräuchten eine Periode von 89 und ein Bands Deviation von 2,83. Okay, 89, 2,83. Das heißt, wir würden jetzt hier 89 als Periode, Bands Deviation 2,83. Dann haben wir dieses Bild. Ihr seht sofort, ups, wo ist mein Bollinger Band? Aha, will der vielleicht 2,83? So, jetzt sieht es auch wieder normal aus. Das war wegen Punkt und Komma, da ist er gerade durcheinander gekommen. Also so sehe jetzt erstmal das Band hier aus. Also und dann bräuchten wir noch den EMA. Der EMA wäre 12. Okay, also ein EMA 12 noch hier rein. Na.
Exponential auf den Close. So, da haben wir den EMA und die Linien machen wir mal eben wieder weg. Die auch weg. Und jetzt müssen wir halt immer wieder gucken, wo liegt der Kurs, wo liegt der. Wir würden also jetzt hier in dieser ganzen Phase, wenn überhaupt, nur Short Trades eingehen. Dann allerdings auf der Oberseite vom Bollinger Band. Damit ist auch klar, das passiert jetzt hier vorläufig nicht, weil wie wollen wir auf die Oberseite des Bollinger Bandes kommen, ohne den EMA nicht gekreuzt zu haben. Das heißt, hier ist jetzt gerade aktuell gar kein Trade möglich. Es wird ohnehin einfach nur ab und zu kommen, dass dann entsprechend solche Trades möglich werden. Das sieht man auch hier schon dran, weil halt die Konstellation zwischen EMA und Bollinger Band ja nur ab und zu greift, dass man sie dann entsprechend treffen kann. Hier jetzt gerade definitiv nicht. Aber so reiht sich das alles eins an das andere an. Fürs manuelle Handeln ist sicherlich dann D1 nochmal interessant für die ganze Strategie auf H1 würde ich auch immer auf einen Expert Advisor ausweichen, der mir dann auch die Bedingungen immer sauber lesen kann. Hier sieht es natürlich jetzt erstmal alles ein bisschen verrückt aus, das weiß ich, aber glaubt mir, es gibt dann die Momente, wo hier plötzlich die Trades dann zuschlagen und das sind dann die guten. Okay, also soweit zum Bollinger Reversal. Ich denke mal, da können wir schon ziemlich was langsam von erwarten. Ich denke mal, die Equities sehen schon mal sehr passend aus. Ich habe natürlich wie immer von jeden einzelnen Trade, der hier aufgelistet ist, in der gesamten Historie. Und das passt dann. Ich denke mal, bis so etwas, dass ihr dafür ein Gefühl kriegt, auch wie lange dauert so etwas, bis das dann bei uns ein Signaldienst ist. Da vergehen von jetzt bis zu einem Start eines Signaldienstes durchaus noch 2 Monate. Warum? Weil halt alles überprüft sein will, alles Fehler ausgemerzt sein müssen. Dann braucht man natürlich dafür ein Expert Advisor. Da ist dann Peter wiederum gefragt. Von daher, das muss sehr, sehr immer abgeklopft sein, bevor ich dann mit so etwas live gehe. So viel auch vielleicht für euch immer als Information. Nur weil ich jetzt hier so eine Kurve habe, bin ich noch lange nicht dabei, dann unbedingt das morgen schon als einen Signaldienst anzubieten, sondern da ist noch eine Menge Kontrollarbeit immer vorgelagert, weil die halte ich für nötig. Weil der Teufel steckt manchmal im Detail und die Details sind natürlich, gilt es zu finden. Ich bin da schon ziemlich weit und sicher, aber nichtsdestotrotz bedarf es immer dieser ganzen Überprüfungen, Überprüfungen, Überprüfungen. Damit sind wir auch schon ein bisschen bei dem Thema, was kommt als nächstes? Ja, das als nächstes kommt der DAX auf Intraday. Das will ich euch auch mal kurz an 2 Beispielen zeigen. Da laufen auch entsprechend schon sehr, sehr lange die Konten. Auch wenn wir da nochmal jetzt eine Änderung machen werden. Hier aber zunächst mal, was wird da gehandelt? Da wird gehandelt der DAX und der Dow Jones. Und was ihr ja hier aktuell gerade seht, ist ein JFD-Konto und ihr seht gerade, dass es einen Trade gibt, der bei 35 Euro im Minus steht. Und da seht ihr auch schon gleich das Problem. Ich habe diese Strategie hier schon auch lange gehandelt, mache jetzt allerdings dann nochmal einen Wechsel und zwar einen Wechsel des Brokers. Wer JFD und Indizes kennt, weiß, dass wir hier Punktwertigkeit immer von 1 haben, sprich der DAX ist 1 Punkt 1 Euro. Und im Dow dann 1 Punkt 1 Dollar und man kann es nicht weiter runterstückeln. Das heißt, man kann einen Trade, wenn man hier Ausbruchtrades aus Ranges macht, ja gar nicht mehr weiter anpassen. Da ist halt eine Range und die ist jetzt dann, und das ist halt das, was im Moment ist, jetzt sind gerade in den letzten Tagen, dann ist die Range halt 150 Punkte groß und damit wird das Risiko 150 Euro. Das ist, lässt sich also einerseits das Risiko nicht wirklich steuern,
Und andererseits kann man damit auch relativ schnell sein Konto dann entsprechend plätten. Das Schöne ist, ihr seht, vielleicht guckt der ein oder andere gerade auf Kontostände. Das Schöne ist, hier sind schon Kontoentnahmen drin. Das heißt, hier habe ich schon längst wieder Geld entnommen. Und das will ich auch nicht verheimlichen, hier aufgrund der Stückelung musste ich auch hin und wieder manuell eingreifen, einfach weil das Risiko sonst viel zu groß geworden wäre. Dafür gibt es allerdings eine schöne Lösung. Die Lösung heißt Sensus. Macht bitte noch nicht gleich sofort morgen schon ein Konto bei Sensus aus, sondern wartet, bis ich dazu auch noch mal wieder was sage, weil wir haben nämlich für bei Sensus dann entsprechend Sonderkonditionen, die ihr auch dann bekommen könnt. Warum ist Sensus hier interessant? Ich will euch das gleich hier auch wieder live zeigen. Sensus ist an der Stelle so interessant, nicht das, sondern das hier. Guckt mal zunächst einfach nur hier auf die ganz rechten Charts. Ich habe hier noch ein paar andere Sachen, die ich gerade ausprobiere. Ganz rechts ist einmal DAX und auch der Dow Jones. Und da laufen auch entsprechend die gleichen Trades vom EA gesteuert. Und das Schöne ist halt, bei Sensus kann man die Indizes nochmal anders handeln. Ich zeige euch das auch direkt. Wenn man hier also einen Auftrag aufgeben möchte bei Sensus, dann haben wir zwar auch wieder nur die Möglichkeit als minimale Lotgröße eine 1, aber das ist jetzt das andere, ein Punkt, es sind nur 10 Cent. Das heißt, de facto ist die Stückelung also 10 mal feiner, als wir es bei JFD hätten. Das ist der eine große Vorteil. Damit können wir dann plötzlich unsere Trades wieder sauber stückeln und können auch wieder sowas sagen wie Risiko pro Trade 20 Euro. Wenn dann die Range 100 Punkte groß ist, macht nichts. Kriegen wir dann entsprechend noch wieder angepasst. Das ist also das Gute, dass wir eine so kleine Punktwertigkeit haben. Und der nächste Vorteil, und deswegen sage ich nicht gleich schon Konto öffnen. Ihr seht hier im Moment ein Demokonto von Sensus. Und wer jetzt gerade hier aktuell auf den Spread guckt, findet ein Spread von typischerweise 3 Punkten. Wenn ihr nachher das Konto über uns eröffnet, werden wir einen Spread von 1 Punkt haben. Und das ist auch genau das, was wir hier für diese Strategie brauchen. Wir haben dann keine Kommission. Wir handeln ja nicht overnight, von daher haben wir auch keine Swap-Kosten, die würden sonst hier natürlich anfallen. Wir haben keine Kommission und ein Spread von 1 im DAX. Und das ist ideal genau für diese Strategie. Und deswegen finde ich das auch schön, dass wir so weit an der Stelle schon gekommen sind. Die Strategie funktioniert, das weiß ich ja. Die Daten muss ich jetzt nur noch mal neu zusammenstellen. Und die EAs dafür laufen. Jetzt haben wir den entsprechenden Broker dafür. Nee, das ist also alles wirklich gut. Ja, ihr seht eine weitere Besonderheit hier. Und zwar, der DAX hat keine Nachkommastelle. Die hat er einfach nicht. Woran die sich orientieren? Ich werde gerade gefragt, ob die sich am Future oder am DAX orientieren. Da erwischt er mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß. Und das Dumme ist, da im Moment der Unterschied zwischen Future und dem DAX gegen Null geht, kann ich es auch nicht mal so eben an den Kursen sehen. Ich sollte gar nichts meinen. Ich weiß es nicht. Ich werde es bis nächste Woche rausfinden. Das Gute ist, es spielt für die Strategie keine Rolle, weil sie nämlich immer nur intraday handelt und nichts über Nacht hält. Also von daher sind wir da auf der sicheren Seite. Wann soll der Dienst kommen? Der Dienst wird so in Mitte September wird der dann starten. Ich werde euch vorher allerdings auch noch einen Link geben für eine Kontoeröffnung, damit ihr auch genau diese Konditionen bekommt,
weil ein Spread von 1 macht hier wirklich, da ich die Strategie auch schon mit Spread 1, Spread 2, Spread 3 durchgerechnet habe, das ist ganz schön wichtig. Dieser Spread 1, den braucht man. Also von daher eine schöne Sache, dass wir an der Stelle, glaube ich, ein gutes Gesamtpaket dann schnüren können. Und vielleicht ist auch das dann für den einen oder anderen noch für andere Sachen auch interessant. Da werden sich nämlich bald noch weitere Sachen zugesellen. Jetzt werde ich schon gerade gefragt, Kontogröße kann ich noch nicht zu sagen, weil ich die Rechnung nochmal aktualisieren muss, nämlich dann halt, weil ich jetzt wieder auf R-Basis rechnen kann und nicht mehr auf Lot-Basis. Bei dem JFD-Konto konnte ich ja nur immer sagen, ich kaufe halt einen so einen Kontrakt und lebe mit der entsprechenden Risiko. Von daher muss ich da nochmal neu rechnen. Zu diesem Neurechnen will ich auch noch einen kleinen Hinweis geben, weil ich den von einem Teilnehmer von euch bekommen habe. Dafür nochmal auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Und zwar gibt es nochmal eine ganz interessante Kursquelle. Wer guckt mal einfach hier oben auf den Link, ich kopiere auch den Teil, der wirklich unmittelbar nötig ist, auch mal eben hier in den Chat hinein. Das sind kostenlose Daten. Und wenn man ein bisschen rumsucht, dann findet man, auch wenn das scheinbar Forex-Daten sind, auch durchaus den DAX. Der heißt dann nur plötzlich ganz anders. Der heißt dann GRX Euro. Und da hat man dann auch wieder Daten auf Minutenbasis. Die gehen immerhin 5 Jahre zurück und für Forex auch dann noch weiter. Also eine sehr interessante Kursdatenquelle. Also guckt euch aber genauer an, wegen Zeitverschiebung. Hier ist eine besondere Zeitzone ausgewählt, nämlich die sogenannte EST, die Eastern Standard Time und die Without Daylight Saving, also ohne Sommer-Winterzeit. Ein sehr interessantes Teil für historische Kurse. Kann ich nicht anders sagen. Damit kann man nämlich auch, mache ich auch nochmal die letzte Überprüfung für die DAX- und DAU-Strategie, weil die genau die Daten auch so haben, wie ich sie brauche, nämlich von 8 bis 22 Uhr. Genau, also damit haben wir auch schon mal noch das Thema, was gibt's Neues? Also gehen wir die Dinge nochmal durch. Was gibt's Neues? Ihr wisst, die C-Programmierung steht an. Gestern in 2 Wochen ist der Start. Da natürlich an alle, die noch sich anmelden möchten, gerne. Das würde mich natürlich auch nochmal persönlich freuen, einfach weil ich glaube, dass man da an der Stelle nochmal gut wirklich vorankommen kann. Dann, was Bollinger, haben wir ein bisschen geredet, sieht auch alles gut aus, bis das zu einem Signaldienst wird. Wie gesagt, vergehen ungefähr 2 Monate noch, einfach alles nur Überprüfung. Das ist Absicherung, die ich einfach machen möchte, weil ich weiß, dass es hier schließlich wenn nicht um Geld geht. Und von daher brauchen wir diese Absicherung auch immer. Und wer noch in dem Wettbewerb teilnehmen möchte, noch ist die Gelegenheit bis zum 31.08. Also könnt ihr auch da gerne noch mitmachen. Beim Bollinger Reversal will ich trotzdem sagen, wie es noch da weitergeht. Also auf jeden Fall mache ich auch noch die D1-Betrachtung, einfach deshalb, weil ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere so etwas vielleicht auch mal manuell handeln möchte. Die Parameter stelle ich auch zur Verfügung. Von daher gucken wir uns auch die D1-Sache an der Stelle an. Parameter, ja, so wie gerade. So werde ich es auch da wieder zusammenführen. Das passiert gewissermaßen hier automatisch aufgrund der ganzen Logik, wie ich an die Sache rangehe. Genau. Damit sind wir so in Summe, denke ich mal, durch. Pünktlich, mein Gott, sowas hatte ich ja bisher selten. Das heißt, jeder, der Fußball noch gucken will, der kann es jetzt gleich wieder machen. Ist ja sozusagen Fußballwoche. Na, die Börse geht wahrscheinlich ohnehin langsam schlafen. Nachher gehen wir nochmal short in den Markt, in den DAX. Das steht auf jeden Fall noch an. Und dann hoffe ich mal, stürzt das Ding ab. Aber das ist nur mein persönlicher Wunsch. Was an der Börse passiert, das entscheidet die Börse bzw. die Summe aller Marktteilnehmer, wer auch immer das ist. Und dem
dem kann man sich nur unterordnen. Okay, soweit von mir. Ich hoffe, waren wieder ein paar Informationen für euch auch dabei, was es so alles gibt und was so alles kommt. Auf das C-Programm hier, da freue ich mich schon mal ganz besonders, einfach weil wir da ein paar Sachen grundsätzlich angehen und ihr in die Lage versetzt werdet, einfach auch Strategien selber zu bauen, zu bearbeiten. Also, soweit von mir. An alle natürlich noch wieder einen schönen Abend und spätestens in einer Woche wieder an der gleichen Stelle. Dann macht's mal gut. Bis dahin. Tschüss.